Ja, So. das ist auch ein bisschen schlecht fürs Image. Ja. Dezent. Ich meine, wir würden überleben, aber es wäre halt kein gutes Überleben. Scheiß aufs Überleben, mein Image ist dann am Arsch. Sag ich doch, es wäre kein gutes Überleben. Okay. So, 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 so. Die Frage ist jetzt. Also wir haben keine. Leute, ich habe ein Arbeitszimmer mit einer verschlossenen Tür gefunden, mit einer verschlossenen Schublade gefunden. Die Dame, wo der Schlüssel sein könnte. Ich war sehr selten in seinem Arbeitszimmer und ich habe keine Ahnung, wo er seine, wo er seinen Schlüssel haben könnte. Ich gehe mal bitte ins Arbeitszimmer. Eine Antwort, sonst, Albrecht zieht den Brechstein aus dem Rucksack, sonst komme ich mit dem Universalschlüssel. Lass, lass mir auf den blauen rein. Dem Blauen. Viel anderes macht er aber auch nicht. Oh, ich dachte, er benutzt wenigstens einen Dietrich. Nee, die hat er, ich glaube, die haben das beim letzten Mal so gut funktioniert mit dem Dietrich. Ja, natural one. Sorry, bloß. Okay. Ich würde dann, Oh mein Gott, jetzt die lass mich Frage. den blauen ran. Jetzt ist die Frage eher, versuchen wir nochmal den Schlüssel zu finden oder gehen wir gleich aufmachen? Wir suchen doch mal, ich kann noch mal mit rüberkommen und wir suchen zusammen noch mal nach den Schlüsseln. Dann suchen wir nochmal nach dem Schlüssel. Und wenn wir die nicht finden, dann kommt die Brechstange. Ja. Kommt der Universalschlüssel. Okay. Ja, das heißt, ich krieg dann Help, gut. Ich dachte, dann macht der blaue Schlumpf das mit den Händen. Ah, weil er ist ja so stark. Ey, das war jetzt echt nicht gut. Der Schlumpfhulk. Ja, Muskelschlumpf halt. Ich habe leider nur ein 13 im Angebot. Auch du findest nichts. Gut, dann kommt der Universalschlüssel. Gut, dann was möchtest du dafür? Ein Strength-Check oder Athletics Ich oder? möchte bloß anmerken, dass ich hier jetzt bei einer unschuldigen Frau irgendwas mit Gewalt aufbrechen wollte. Ja. Lee ist nicht mehr in dem Raum. Lee ist jetzt wieder bei der Frau. Ich bin auch bei der Frau geblieben. Ich habe eine Idee. Warte mal kurz, Alberich. Warte mal kurz. Lee, kommst du mal kurz? Ja, okay. Wir bräuchten hier mal kurz ein bisschen Ton weg. Wie? Ton weg. Das muss ruhig sein. Kannst du dich irgendwie hier Block Sound hier? Ich kann Licht wegmachen, aber nicht Ton. Ich hab Silence. Das Ende nichts an der Tanzhaltung. Naja, aber dann können wir einfach die Schublade aufreißen. Aber wenn Und dann niemand wieder weiß, zuschieben. dass wir... Oh je, ne. Na schön. Ja, egal. Also, was denn der Spieler dafür kann? Für was? Was wollt ihr machen? Schublade aufbrechen. Gewaltsam, vorsichtig. Erzählt doch mal. Ein bisschen vorsichtiger. Wie wollt ihr die Schublade denn aufmachen? Beschreibt doch mal. Also ich Beschreibt doch könnte halt mal. Silence casten, dann hört man es nicht. Ich glaub's Hören ist gerade das geringste Problem. Beschreibt's doch mal. Ja, also eine Brechstange hat ja immer so eine J, so eine L-Form, ne? Ich würde einen Dolch rausnehmen, würde den Dolch in das Schlüsselloch reinhauen und dann versuchen aufzuschließen damit. Okay, Du meinst den Dolch als Dietrich. Ja, ich weiß nicht, hier, wie war der alte Godzilla-Film mit diesem Franzosen, wo er einfach sein Messer in das Schlüsselloch vom Auto reingesteckt hat und das Auto damit angemacht hat? Wisst ihr, welche Szene Mit ich meine? dem Jean Reno, oder was? Ja, genau. Einfach so sein, so, wir wollen das Auto jetzt starten, er nimmt sein Messer raus. Was leidet jetzt da so viel Würfeln? Geschickt. Ich würde fast schon sagen, ja. Moment, gib mir mal. Ah, hehe. Gib mir mal einen Sleight of Hand Check. Einfach mal Fingerfertigkeit. Das können wir doch mal probieren. Nein. Kann der Dolch brechen? Du haust mit deinem Dolch gegen das Schlüsselloch und du merkst, okay, du sollst das lieber aufhören, weil sonst hast du einen Dolch gehabt. Ja. Ich glaube, bei einer 1 wäre er dann gebrochen. Richtig.
Okay, ja, also wenn wir das Ding aufhaben wollen, dann sehe ich jetzt nur noch eine Möglichkeit. Und die wird, sagen wir mal, das Ding nicht ganz unbeschädigt lassen. Hatte der Typ eigentlich irgendwelche persönlichen Gegenstände bei sich, als wir bei dem waren? Der hatte, glaube ich, nichts mehr. Nicht so von Wissen. Nope. Alles, was bei ihm gefunden wurde, wurde seiner Frau übergeben. Ja. Ja, liebe Frau. Ihr wisst seinen Namen von der, also bitte. Nein. Doch. Wenn der Mo Andrea Amalfi heißt, wer wird seine Frau wohl heißen? Wahrscheinlich Amalfi. Störtebäcker. Wahrscheinlich nicht Störtebäcker. Ja, mal ist er hier. Hat euer Mann noch irgendwelche anderen Gegenstände gehabt, außer diesem Holz, was ihr ja bereits gemeint habt, dass er bei sich immer hatte? Immer dann, wenn man Rogue braucht, hat man keinen zur Hand. Der ist halt gestorben. Ja. Also, außer seinem Ring und seiner Kette hat er nichts mehr dabei. Also, ein Ring und eine Kette. Also, Ehering kannst du wahrscheinlich denken. Okay, und Kette dann halt so ein Amulett. Sowas. Mhm. Können wir uns das vielleicht ansehen? Ich meine, schlimmstenfalls im Amulett. Ich fände mich mal. Ihrem Interesse, wenn wir hier feststellen können, was er alles getan hat, dann können wir sie aus dem raushalten. Ich weiß nicht mal, was ihr gerade machen wollt. Ihr habt eine Idee. Wir haben hier einen kleinen Schreibtisch. Der ist abgeschlossen und ohne Schlüssel. Also ich weiß, was ich mache. So ein abgeschlossener Schreibtisch ist nicht unbedingt praktikabel zum Verwenden, auch für wenn sie dann das Büro umstrukturieren möchten oder sich eine eigene kleine Stube einrichten möchten. Sollen wir diesen Schreibtisch für sich öffnen? Ich hatte jetzt eigentlich vor, dass ich das hier alles verkaufen will und wegziehen, weil mich halt hier eigentlich nichts. Ja, da muss man aber trotzdem vorher leer räumen, um eventuell persönliche Belange. Es könnte ja was Wertvolles drin sein. Wenn ihr den Schreibtisch haben wollt, könnt ihr mir ihn gerne gleich abkaufen. Was würde der kosten? Die ganze Händlerin. Was genau? Was würde der denn kosten? Sie rechnet gerade im Kopf durch. Also er ist schon sehr massiv gearbeitet, sehr hochwertig. Also 15 Gold. Ja, komm. Das können wir mal. Sie 10.000 und wir verraten nichts von dem, was hier passiert ist. Ja, das war ja schon die Vereinbarung für... Richtig. Fürs Mal. Machen wir 10 draus. 10 klingt besser. Ich hatte da ein paar Kratzer gesehen, da war ein Holzohr mit drin. 10. 15, habe ich gesagt. Nicht 10, 5. 10, da war eine 5 davor. Davor. 5. Ah, nee. 5. 10. Man merkt schon, sie können nicht so ganz rechnen. Von daher. Vor allem, ich glaube, wir sollten doch erzählen. Da. Das lässt sich noch ändern. Ja, aber wie sagen wir 10 und wir werden ihn noch etwas abkaufen, dann müssen sie... Nee, das passt schon. Ja. Nee, das ist es nicht wert. Apropos, ich habe mein Gold von Rotelli noch nicht übertragen. Oh mein Gott, wir sind pleite. Okay, dann schreit er mal. Ja, euer Freund in World 20 geführt. Ja, ja, ich noch, ja, also Flo, du bist jetzt 15 Gold ärmer, jetzt könnt ihr mit dem Teil praktisch machen, was ihr wollt. Gut. Können die Zuschauer Gold spielen? Einmal bitte aufmachen. Danke. Okay. Also Albrecht nimmt das kurze Ende der Brechstange, setzt es wie so einen Haken oben in die Schublade ein, geht dann ganz ans andere Ende und zieht und dann drückt das Ding einmal kräftig hoch. Dann gib ihm mal einen Athletics-Check mit Advantage, mein Freund. Und wenn du jetzt 2 Einser würfelst, dann mag dir der Würfelgott heute nicht. Dann bist du in meiner Welt angekommen. Oh, Doppelsatz. Das ist auch gut. du hast sehr viel Glück. Ich habe so ungefähr mit 10 den DC angesetzt gehabt. Also mit Biegen und Brechen kriegst du das Teil auf. Also, aber es schaut halt echt nicht mehr schön aus, was du mit dem Ding getrieben hast. Also 15 Gold wird sie für dieses Ding nicht mehr sehen. Für Brennholz wird es reichen. Okay. Wir müssen unsere Festung auch irgendwann warm kriegen.
Mhm. Richtig. Ja, dann guck mal, was ist das denn für ein Fach? Okay. Also ich glaube, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass das Ding leer ist, würde ich gelüncht werden, ne? Also ihr findet in dem Schachtel so ein, zwei, drei, ja, ein paar Briefe. Okay, was steht drin? In welcher Sprache sind sie verfasst? Common. Common, schön. Kann ich lesen. Was steht drin? Du machst einmal auf und du lest drüber, also die Kurzfassung ist, ihm wird von einem der Käufer gedankt, was er doch für ein schönes elfisches Schmuckstück von ihm bekommen hat. Das also der Verkäufer dankt dem Händler, wie schön das dieses elfische Schmuckstück war. Also das ist ein Kommentar unter dem Verkäufer für einen guten Verkauf. Ja, 5 Sterne. Steht da vielleicht auch wie eine Stadt, aus der es kam? Es steht eine Signatur drunter. Mhm. Jetzt machen wir mal was aus den Fingern sagen, weil da habe ich, ehrlich gesagt keinen Namen überlegt gehabt dafür. Mhm. J. Berberich. Okay, zweiter Brief. So ein bisschen was Ähnliches. Anderer Name. A. Falcher. Ja, dritter Brief. Auch wieder das Ähnliche. So wie es ausschaut, sind sämtliche Briefe so. Dankesbekundungen, ja, hat er sie anscheinend als so Souvenir oder Trophäe vielleicht, keine Ahnung, aufgehoben. Wenn man mal eine Dankesbekundung braucht. Ja, ungefähr, vielleicht. Okay. Enttäuschend. Naja, sagen wir so, ihr habt dadurch eine Information bekommen. Ja, er hat's. Woher kommen die Briefe? Steht da irgendwie eine Stadt drauf? Weiß ich nicht, sowas wie Hochtal den so und so vierten. Nein. Stehen keine Städte drauf. Nein. Ärgerlich. Nur Absender. Also nur die Namen mal zu unter. Alberich, gib mir mal ein. Gib mir mal einen History-Check, ob du vielleicht mit den Namen was anfangen kannst. Oder beziehungsweise aus den Namen vielleicht was rauslesen kannst. History. Ich wollte gerade fragen, ob das die Dame ist, versucht. Mit 18, also der erste Name, Berberich, es ist ein Name, der im Imperium, also im Kaiserreich, sehr oft vorkommt. Also aus der Region nördlich der Berge, nördlich von Karasdorn. Das ist, ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich aus dem ganz hohen Norden. Wenn ihr euch den Ponta und Ponta so als südlichste Grenze vorstellt und dann drüber so ab Venilas so den Strich nach Westen zieht, das ist so ungefähr das Kaiserreich, ungefähr die Ebene. Also quasi die beiden Flüsse, der Ponta und der Schwarze Dorn. Okay. Das ist ja von ganz weit weg hier, der muss seine Kuriositäten ja wirklich ins ganze Land verkauft haben. Aber das erklärt. Der kommt von dort. Sind die Briefe eher alt oder eher neu? Die sind eher neu. Eher neu, okay. Der zaubert Nils hier. Ich weiß nicht, wie ich es wegmache. Okay. Was verrät? Measurements Control draufklicken und dann löschen. Entfernen drücken. Ja, ich hab. Oben links auf Measurement Controls drücken, dann ploppt also die Mitte auf und dann kannst du es entfernen. Das habe jetzt ich gemacht. Also, wenn jetzt der Dinger Blödsinn passiert. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können weiter. Oder andersrum. Was haben wir jetzt erfahren? Wir haben im Prinzip erfahren, dass wahrscheinlich der gute Herr Amalfi in nicht ganz legale Geschäfte verwickelt war.
Stimmt, zum war auch. Wahrscheinlich die Elfen, wenn sie davon erfahren, auch nicht besonders gut finden werden. Der hatte kuriose Händler oder Käufer aus weiter Ferne, die... Ja, genau. Und er hat diese Elfenkuriositäten anscheinend in den ganzen Kontinent verkauft. Naja, ich sag mal so, die Elfen erreichen mit ihrer Handwerkskunst schon fast Zwergenniveau, deswegen überrascht mich das jetzt nicht, dass sie hier, dass diese Sachen begehrt sind. Naja, ich denke, je nach Material, Zwerge sind wohl eher Metall bewandert, Elfen eher mit Holz. Du hast noch nie eine zwergische Balliste gesehen, du wirst überrascht, was wir erst mit Holz machen können. Ich denke, ich rede hier von Kunst, nicht von Waffen. Waffen sind Kunst. Deswegen spricht man von Waffenkunst. Ja. Narapir fängt dann an, Eldred einen Vortrag zu halten über Kunst und die Ausdruck, was das aus der Seele des Künstlers erschafft. Und was dass man jede Kunst den Hersteller wiedererkennt und halt ihm das keine Tirade. Ja. Ist jetzt nur bei mir Flo's Audioqualität runtergegangen? Oder bei ja, das habe ich gerade auch gemeint. Sein Mikro wurde bei mir auch schlechter mit jedem Wort, das er sagt. Und wir können sehr, sehr viel auch Funktionales mit Holz machen. Dann ist die... Okay, das wissen wir. Wir wissen ja, dass er nicht in ganz legale Geschäfte wickelt. Wir können uns aber auch relativ sicher sein, dass es keinen Zusammenhang zwischen diesen Geschäften und seinem Ableben gibt. Oder sehe ich das falsch? Kein direkten, also ja. Zumindest kein direkten Käufern. Also wir können uns relativ sicher sein, dass er nicht von einem Käufer oder von irgendjemand anderem wegen seiner Geschäfte getötet wurde. Außer er wurde von einem Werwolf getötet, weil der Werwolf dann sein Zwischenhändler ist. Wie kommt das Werwolf? Unmöglich. Aber sehr unwahrscheinlich. Aber ich sag's mal so, ich benenne es als unwahrscheinlich. Vielleicht laufen wir diesen Zwischenhändler noch über den Weg. Ausschließen würde ich es nicht. Aber es ist die unwahrscheinlichere Variante. Genau. So. Ja, und da sollten wir uns vielleicht mal die Waldgrenze anschauen. Also wie lang ist es von Pelarin zur Waldgrenze hin? Schauen wir mal. Also, ihr müsst natürlich jetzt die Roll20-Entfernung ist ja natürlich jetzt nicht mehr hinfällig, genau. Ja, jetzt müsst ihr es ein bisschen anders berechnen. Also bis Güldenblatt, von anderes bis Güldenblatt waren es 1,5 Wochen. Ihr müsst euch halt da irgendwo jetzt hinschreiben, Entfernung. 1,5 Wochen, das ist ungefähr die gleiche. Nee, das ist die Hälfte, also 1,5 Wochen. Hälfte davon. Ich möchte anmerken, dass die Karte bei Pelarin ein bisschen verkackt worden ist. Die ist relativ nahe am Waldrand dran. Also in der Hälfte des Tages kommt man an den Waldrand ran. Das heißt, wir könnten also früh morgens dahin kommen, gegen Mitte des Tages am Waldrand an und könnten theoretisch wieder zurückkommen und könnten dann ihr werdet abends dann da. Also bei mir ist ein ganzer Tag 24 Stunden. Ah, okay. Das okay, heißt, ja, aber das heißt. Quasi am Waldrand kampieren, wenn man da hin will. Ja, genau. Das klingt nach keiner guten Idee. Das klingt nach einer nicht ganz ungefährlichen Idee. Auf der anderen Seite war die Reise von Hochtal hierher auch nicht ganz ungefährlich. Wir haben es trotzdem gemacht. Ja. Auf der anderen Seite, so, wir wissen leider noch nicht genau, was zu seinem Ableben geführt hat. Naja, er hat gesagt, dass es im Wald war. Moment, oder am Holz, Wald. Dass es im Wald oder am Waldrand war, genau. Das Holz, was er hier hatte, das ist ja unbeschädigt. Ja. Das sollten wir auch mitnehmen. Ja, die Maske auch und rein und nur, um sie wieder den Elfen zugutekommen zu lassen. Ja, vielleicht haben wir da damit ja so etwas wie tatsächlich ein Handelsgut, das wir gegen Passage oder sonst etwas eintauschen können. Wer soll das Ganze einpacken? Ich wollte nur eine Kleinigkeit erwähnen. Beim Identify habe ich da wirklich nur herausgefunden, dass es eine Verzauberung ist, weil Identify der Spell sagt ja, dass ich sogar den Spell mitkriege. Und ja. Und es war nur Verzauberung als. Ja, das kriegst du jetzt. Ja gut, wollte ich nur nochmal wissen. Wenn der DM sagt, du kriegst diese Information, dann kriegst du auch diese Information. Ja, ich frag halt nochmal nach, weil vielleicht nicht drüber kommt, dass ich den Spell ist in Ordnung. Okay.
Also, wer nimmt das Zeug? Ja, dann. Also, den Stab kann ich ja, glaube ich, in dem Bag of Holding verstauen. Den Rest, die Maske eher nicht. Das ist gleich der Beutel, der Eingang zu. Aha, das würdest du die Maske nehmen? Würdest du darauf aufpassen? Mhm. Das ist quasi dein Volk. Genau. Deswegen würde ich sagen, bist du der Richtige dafür. Gut. Tja, dann würde ich aber, was ich aber noch mal will, ich würde noch mal kurz Pergament, du hast doch bestimmt was zu schreiben dabei, oder? Du befindest dich gerade in einem Arbeitszimmer. Ja gut, ich nehme was zu schreiben und ich schreibe die Liste ab von den Gegenständen, die ich nicht zuordnen kann, was das sein soll. Bitte? Gelingt. Aus seinem Buch. Gelingt. Gibt es in den Schubladen von dem Arbeitstisch noch irgendwas Interessantes? Oder was ist noch sonst so in den Schubladen des Arbeitstisches? Alle möglichen an, was er für Ausgaben hatte, was er für, Brennholz, Essen, sonst irgendwas so weiter. Sein Terminkalender war drin. Sein Terminkalender ist nicht drin. Was war denn noch drin? Ich bin noch mal so frei. Er hat noch ein kleines Tütchen drin. Ich hab mal das Tütchen rein. Okay, da ist ein kleiner Ring drin. Ich schaue sich den Ring einmal an. Es ist ein Goldring. Relativ einfach gehalten. Was dir aber auffällt, ist so ein kleiner blauer. Ja, haha, kleiner blauer Saphir. Es ist ein kleiner Saphir drin. Eldred, magisch? Fragezeichen? Ich schaue mir das mit Magie entdecken an. Ja. Ja. Brauche ich die Identify im Haus? Ja, wahrscheinlich brauche ich Identify im Haus. Nee, die Tech Magic, nicht Identify. Detect Magic, um zu wissen, ob es magisch ist. Identifizierung, um zu wissen, was es macht. Genau. Identifizieren. Gib mir mal 10 Minuten. Du hast schon 10 Minuten für Detect Magic gebraucht. Also, ihr steht jetzt schon so seit 10 Minuten rum. Ja gut, ja. Detect Magic kann ich auch so. Okay, also in der Zwischenzeit. Ja, kannst du. Ist der Waldrand unsere nächste Anlaufstelle, sehe ich das richtig? Moment, ganz kurz. Willst du Detect Magic als normalen Spell kosten? Ach, sagen wir, wir machen nach eh lange Rast. Wir sind eh mitten in der Nacht. Ja, das hätte ich gemacht. Ich habe halt Identify habe ich nicht vorgewählt, deswegen kann ich nur. Da würde ich Detect Magic natürlich so casten. Mhm. Und dann halt brauche ich 10 Minuten für ihn. Okay. Das ist ein Ring of Water Walking. Ring des Wasserwandels? Ja, kannst du auf Wasser laufen. Ja, aber warum hatte er so? Das war jetzt einfach so ein sowas nicht? Das war so ein Item, was man jetzt überlegt hat. Den nimmst du jetzt und steckst ihn in die Hosentasche und nimmst genau. Ihn mit. Sie nimmt ihn und steckt ihn sich ein. Sie hat ihn gefunden. Finde ich gut. Ohne dass es mal da mitkriegt, weil wir sind da ruhig. Wir sind nämlich in einem anderen Raum. Wir haben mich gar nicht gekauft. Wir haben den Tisch gekauft. Stimmt, der hat den Tisch gekauft. Glaubst du jetzt für 35 Gold einen Ring of Waterwalking bekommen? Es ist ein magisches Item. 15. Ja, dann noch besser. Also ich glaube, das war ein Bargain. Ja. Das war ein Zeugert oder Gliedin konntest du ja selber eintragen, oder? Müsste drin sein als Item Ring of Waterwalking. Glaube ich. Und wenn nicht, kann man das ja als Ding machen. Schau einfach ein bisschen durch. In dieser Welt auch so Leute, die einen alten Hausstand kaufen und das dann plündern und gucken, dass sie mit mehr Geld rauskommen. Warum soll es das nicht geben? Das gibt es überall. Das hat es im alten fucking Ägypten gegeben. Im alten Rom hat Crassus brennende Häuser gekauft, damit er später neue Mietskasernen hibart. Das wird es immer geben. Und egal, ob das ein Fantasy ist. Okay, wir hören auf mit dem Abenteuer, wir machen das. Yeah. Wir reisen durch hier überall durch und kaufen irgendwelche
Sachen. Ja, genau, und der Endboss wird eine fucking Steuererklärung. Fuck you. Langweilig. Wir spielen jetzt nicht mit D&D, wir spielen jetzt eine Bürokratie-Simulator. Ja. Wir müssen uns den Finanzamt umschlagen. D und B, Dungeons und Beamte. Ja. Keller und Beamte. Keller und Beamte. In einem von den Spielen, die du mal gespielt hast, wo sie das dann gespielt haben. So Fantasy-Leute, die werden... Ja, genau, ich glaube, das haben sie einmal bei Simon the Sorcerer gemacht und bei Book of Unwritten Tales. Wahrscheinlich noch bei diversen anderen, aber gut, das sind die mir gerade einfallen. Also, und jetzt euer nächstes... Jetzt ist abends gerade und euer nächstes... Ja, ich muss sagen, ich bin ja immer noch dafür, dass wir trotzdem die Wachen ausliefern, weil ich mag sie einfach nicht, sie ist mir unsympathisch. Wir hatten eine Vereinbarung. Ja, ich bin auch dafür. Wir hatten einen Deal und... Ja, sie hat ja nichts gemacht und ihr Mann ist schon tot. Ja. Also ich sehe da jetzt auch keinen Schaden darin, das Buch zu lassen. Wir haben keine... Wir haben alles in Erfahrung, glaube ich, alles in Erfahrung gebracht, was wir hier in Erfahrung bringen werden. Ja, dann binde ich sie mal los und stecke das Seil wieder ein. Ja. Sie räumt alles aus, was in diesem Schreibtisch drin war. Ich gebe ihr das Buch... In und auf dem Schreibtisch. Alles eingesteckt. Was machen wir eigentlich mit dem Schreibtisch? Schreibtisch kann jetzt hier bleiben, wir haben den Inhalt, das ist alles, was wichtig ist. Ja, tu sie damit, was immer sie für richtig hält. Brennholz. Schau mal. Also mit dem Buch. Ich nutze doch die Gelegenheit und ritze in den Tisch mit dem Dolch rein, Narapier, was hier. wegen dem Schreibtisch kommen wir, glaube ich, morgen nochmal wieder. Ja, da kommen wir morgen. Und dann ab. Oder in ein paar Tagen. Kann erst mal in ein paar Tage stehen bleiben? Weil ich glaube, wir wollen erstmal morgen woanders hin. Ich glaube, der ganze Verkauf dieses Hauses wird ein bisschen länger in Anspruch nehmen. Das alte nicht. Gut. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg in die Taverne. Ja. Okay. Also ihr kommt zurück in die Taverne. Es ist mittlerweile auch schon ziemlich leise drin geworden. Es ist relativ wenig mehr da. Was macht ihr? Fortgeschrittene Stunde, würde ich sagen, wir gehen alle schlafen. Mhm. Ja. Okay. Beziehungsweise meditieren. Morgen gehen wir dann nochmal zu dem, ich habe deinen Beruf vergessen, dem Herrn Knum mit dem Border. Komischen Kristallen. Border. Das, was ich haben gesagt. Und fragen wir ihm mal nach, ob wir schauen können, ob von dem Holzstockstück, das wir da gefunden haben, Splitter in seinem Kopf stecken. Wir haben da ja von ja nichts gefunden. Vielleicht das Teilen besser sehen. Ihr habt schon geschaut, ob das Ding beschädigt ist? Nein. Das Stück Holz ist nicht beschädigt. Das habt ihr letztes Vergleich Mal kann er es ja irgendwie vergleichen. Sollten wir trotzdem mal fragen, finde ich. Vielleicht Baumstamm, das wäre tatsächlich eine interessante Information. Ihr habt es letztes Mal schon erfahren, dass er nicht genau sagen kann, woher dieser Splitter kommt. Ja, aber er kann es ja vergleichen, ob das ungefähr gleiche ist. Okay. Gut, dann rasten wir. Alles klar, Long Rest. Bitte. Es ist früher Morgen. Ihr seid erstmal auf Long Rest drücken. Achso, stimmt. Dann müsst ihr was machen dafür. Haha. Wo geht das? Du kannst im Character Sheet unter Hit Dice hast du zwei Buttons. Einmal S Rest und L Rest. Ah, ja, Short Rest und Long Rest. Ja, weil das resetzt auch automatisch den ganzen Spellslots und so weiter. Das ist schon mal das Praktische. Funktioniert bei mir noch nicht. Kann es sein, dass die Lautstärke für alle gleich ist, dass wenn einer sich umstellt, von allen niedriger wird? Was ist denn? Nö. Ich glaube nicht. Ich habe es jetzt bei mir nämlich leiser gestellt. Bei mir wurde ich schon recht leise. Die Musik? Ihr könnt die alle separat einzeln einstellen. Weil ja, bei mir nämlich gerade irgendwie wieder lauter geworden ist. Deswegen war ich verwirrt. Ich habe nichts geändert. Ich habe auch nichts lauter gestellt. Okay, dann ist es doch für alle gleich. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich habe durchgescrollt, bin irgendwo hängen geblieben und habe bei der Musik ein bisschen lauter gestellt gehabt. Moment.
Ja, ich glaube, es gibt auch hier globale und... gestellt, weil der Balken hat sich gerade bewegt. Ja. Okay. Ja, du wolltest zum Bader, Lee? Ja, ich würde halt mal sagen, wir schauen, ob er was über das nochmal rausfinden kann und zumindest schauen kann, ob es das gleiche ist, ob das Holz irgendwie vergleichbar ist. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann sollten wir mal zum Waldrand aufmachen und gucken, ob wir da irgendwelche Informationen noch finden. Ja, okay, dann wolltest du Sirk, du müsstest übrigens immer wieder in die Jitsi-Ding reinkommen, da bist du irgendwie kurz. Mein Tablet ist ausgegangen, weil der Akku leer ist. Ah, shit. Stichwort Tablet, gute Idee. Und das, obwohl es am Strom hängt. Also, ihr wollt jetzt erst zum Bad oder was wollt ihr sonst noch vorher machen? Frühstücken. Frühstücken. Ja, gut, Frühstücken lässt sich einrichten. Also, da. Beim Frühstück können wir dann besprechen, was denn so, dass wir zum Bader gehen und. Also, ihr kriegt richtig schöne große Frühstücksplatte mit frischen Spiegeleiern drauf, gebratenem Speck, ein bisschen was Süßes dabei, falls wer was macht, Orangensaft. Also, da gibt's wirklich reichlich. Marmelade. Noch und nöcher auch, also bitte. Sagen wir mal so, sehr viele Leute halten sich ja an die Regel kein Bier vor vier, aber ich weiß nicht, wie entschlumpft es. Irgendwo ist es immer vier. Genau. Genau. Es ist schon nach vier. Lee trinkt Orangensaft. Alles klar. Ich würde nur Wasser trinken. Ein Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Genau. Okay. Alles klar. Ein betrunkener Schlumpfer. Das heißt, nächster Schritt ist dann, wir gehen zum Bader und je nachdem, was der halt rausfindet, wir sollten dieses Holzstück, das wir da gefunden haben, auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir zum Wald gehen. Definitiv. Weil wenn meine Theorie stimmt und das irgendeine Form von Abwehrmagie ist, dann wäre das sehr hilfreich. Wollen wir das haben? Dann wollen wir das auf jeden Fall haben. Gut. Was hat der Bader? Der Bader hat für euch die Information, nachdem er sich das Holzstück und den Splitter ansieht, dass es ziemlich sicher ist, dass es die gleiche Holzart ist, aber nicht von dieser Splitter nicht von diesem Holzstück stammt. Also es ist quasi beides Eiche, aber nicht der gleiche Baum. Er hat nicht rausgefunden, was es für ein Holz ist. Aber gleiche Holzart. Es ist, sagen wir mal, Beispiel, es wäre Holz, der Splitter wäre Holz, das Stück Holz wäre Schmarrn. Der Splitter wäre Eiche und das Stück Holz wäre auch Eiche. Das Beispiel. Ja, okay, gut, passt. Okay. Ja. Es ist halt nicht vom selben Gegenstand, es kann aber vom selben Baum sein oder auch nein, verschiedene Wissen. Nein. Also er kann mit Sicherheit sagen, es ist dieselbe Art, es ist aber nicht vom selben Baum und es ist nicht vom die selben... Die Altersdringe passt nicht überein. So ungefähr. Na gut. Es ist dieselbe Art, aber nicht das gleiche Holz. Jetzt hast du mich komplett verwirrt. Warum? Wie kann es denn dieselbe Art, aber nicht das gleiche Holz sein? Nee, von zwei verschiedenen Bäumen der gleiche Art ist. Ja, okay. Genau. Du hast Eiche 1, Eiche 2 und so ein Stück ist von Eiche 1, das Stück ist von Eiche 2. Okay, gut. Dann ist klar. Ja gut, dann machen wir uns auf... Achso, kann er uns vielleicht noch die Stelle beschreiben, wo der arme Mann gefunden wurde? Bloß aus zweiter Hand, das weiß er selber nicht genau. Er kann bloß sagen, Waldrand, Moment. Am Sargost ungefähr, er nennt eine Meterzahl in Norden. Also nördlich vom Sargost. Fangen wir mal da an, würde ich vorschlagen. Also er scheint direkt nach Westen gegangen zu sein. Okay. Dann präparieren wir uns für die Reise, packen, tun unsere Pferde, nehmen wir den Karren mit, ich würde sagen ja, oder? Ich denke, wir nehmen den mit, ja. Okay. Ja. Lassen uns das Pferd den Karren wieder bespannen, laden alles auf und... Innovationen nach, vielleicht noch ein bisschen.
Nö, also, wir haben ja eigentlich noch genug Rationen. Mal und gucken, was nicht bedenken, noch? Rationen können auch verderben. Ah, okay. Ja, Bag of Holding. Das ist egal, auch ein Kühlschrank stößt irgendwann an seine Grenzen. Ihr merkt auch, als ihr euer Pferd abholt, das schaut sehr zufrieden rein. Das ist anscheinend gut behandelt worden. Na dann. Kannst du jetzt was tun für sein Geld? Ja. Alles klar. Dann, So groß, hat Zeit zum Arbeiten. Ihr zerrt... Narapier fühlt sich angesprochen. Wir setzen das Pferd hinten drauf und Narapier vorne ran. Der soll ziehen. Ja, der ist bestimmt stärker wie das Pferd. Ja, das ist, finde ich, dann mal so unwahrscheinlich. Egal. Also ihr hockt euch auf euren Karren, fahrt gen Westen. Die Fahrt dauert, wie gesagt, so einen halben Tag. Ihr kommt dann abends, als schon langsam Nacht wird, seht ihr auch schon den Waldrand so langsam am Horizont. Was wollen wir machen? Wie lange haben wir noch Tageslicht? Ungefähr eine halbe Stunde? Naja, ist ein bisschen voll. Sagen wir mal eine Viertelstunde. Dann müssen wir jetzt sofort Camp aufbauen, glaube ich. Ja. Dann müssen wir Morgengrauen suchen. Wir bauen Camp auf. Machen unsere Lager auf. Ja, also Narapier, sobald dann alles steht, macht der Narapier sein 10-minütiges Ritual für Leben und seine Head. Mhm. Was ist das? Ihr seid ungefähr nur um die 300 Meter vom Waldrand entfernt. Mhm. Und er spielt anscheinend immer nur Tavernenmusik. Moment, das müssen wir umändern. Wir sind noch in deinem. Wir haben Bahn bei uns. Wie in der Taverne. Moment. So ein kleiner Bart hinterher gefahren. Spielt die ganze Zeit. Ein Barbar. Genau. Ein Bartbar. Genau. Barbarian. Barbarian. Also dann, beschreibt mal, was ihr so machen wollt. Hier ist die Minstrel. The Barbarians. Klee wartet darauf, dass Achanis wieder irgendwas gejagt hat, herbringt, dass sie es kochen kann. Ja. Mhm. Dann machen wir auf den Weg. Kein Feuer. Das ist der erste Punkt, glaube ich. Ja, wir können ja so Rationen verbrauchen. Dass unsere Präsenz über mehrere hundert Meter weit bekannt geben. Also machen wir kein Feuer. Genau. Also, falls wir Licht brauchen, hätten wir das ja in der Tiny Hut. Das hat doch bestimmt irgendjemand Leid, oder? Das Cantrip. Ja, aber ich sag mal so, wenn wir innerhalb dieser Kuppel sind, von Leomunds Tiny Hut, kann ich es da drin Licht machen, ohne dass man es von außen sieht. Ja gut, und dann für außerhalb haben wir dann halt Edward mit Light. Das heißt, wir machen kein Feuer, das ist der erste wichtige. Essen müssen wir gucken. Ja, packen. Narapi holt mal ein paar Rationen raus. Ja, ich glaube, wir essen jetzt einfach Rationen und gut ist. Und ansonsten teilen wir einfach wir haben ja gut gefrühstückt. Bitte? Wir haben ja gut gefrühstückt. Ja. Genau, wir sind 5 Leute, also brauchen wir 5 Rationen. Ja. Gut, dann haben wir immer noch 55 Rationen übrig. Ja. Clean Norman's Prestidigitation, um den Rationen was zu kochen. Okay. Also sie, Clee macht euch einen Rationen-Eintopf. Den wird's da öfters geben. Theoretisch. Jetzt ist die Frage, wenn man einen Eisenkessel hätte und dann Heat Metal auf den Eisenkessel zurück, kann man doch Sachen heiß machen ohne Feuer. Das ist richtig. Sagen wir mal so, es steht aber dabei, die Frage ist halt nur, ob das kontrolliert. Metall, dass das Metall rot glühend wird. Also man sieht es dann trotzdem. Und die Frage ist auch, was steht der Kessel, weil wenn er auf dem Gras steht, dann. Burning Grass. Ja, und dann könnte das halt auch anfangen zu brennen, wenn er irgendwie auf trockenem Wasser oder steht. Ja. Ich sag mal so, es gibt Methoden, wie man auch ein Feuer in der Nacht unsichtbar machen kann. Da habe ich in meiner Söldnerzeit das eine oder andere mitgekriegt, weil wir uns ja auch teilweise nachts ungesehen bewegen mussten und nicht jeder hatte Nachtsicht. Klee meldet sich, ich kann Dunkelheit zaubern. Ja, aber dann sehen wir alle nichts, das hilft nicht. Also ich sehe da drin schon noch, nur ihr nicht mehr. Siehst du? Ja, das heißt, wir müssen mit Tageslicht suchen. Wenn wir irgendwie irgendwas suchen wollen, dann müssen wir das mit Tageslicht machen. Wenn wir jetzt in der Nacht, glaube ich, kommen wir nicht mehr weiter. Dafür.
bin ich definitiv dafür. Ich glaube, ich bin ja der Einzige bei uns in der Gruppe, der keine Dark Vision hat. Selbst wir anderen sehen bei Tageslicht auch besser. Also ihr seid gerade am... Ihr seht weiter, bei Nacht besser. Ihr seid jetzt gerade schon ein bisschen am Diskutieren. Es ist auch schon mittlerweile dunkel geworden in eurer... um euch rum. Ihr sitzt in eurer Tiny Hut, denke ich mal. Also das Pferd ist irgendwo angebunden. Ah, irgendwo angebunden, okay. Und, ihr hört dann auf einmal aus der Richtung vom Wald sehr laute Geräusche. Und zum Teil auch knarzende Bäume, knarzende Hölzer. Auch ein Schrei oder ein Kreischen und Geräusche, was so anhört wie Kampf. In der Nacht. In der Nacht. Wann in der Nacht? Oder wer ist ungefähr so eine Stunde nach Beginn. Also nach Sonnenuntergang. Da hat wahrscheinlich einer unserer Elfen gerade Wache. Ja, wer hat Wache und was machst du? Dann, ja, nehme ich die erste. Wenn wir alle das hören, ja. Die Frage, dann Lee würde aufspringen und mal sich in die Richtung die Flotte aufmachen, zusammen mit Corvo. Okay. Ja, Albrecht, wenn Lee aufspringt, dann wird Albrecht anfangen. Eine Nacht würde er gerne ausschlafen. Und er macht sich halt, der fängt dann aufzurütteln. Ja. Narapir soll eine Nacht mal ausschlafen. Okay. Also ihr springt... Und fängt an, seine Rüstung und so alles anzuziehen. Okay, das dauert aber. Ja, Heavy Armor dauert eine Weile. Also na, ihr... Medium Armor. Ihr will jemand Albrecht helfen? Ich weiß, was ich vergessen habe. Ja, ich würde... Was ich im Stadt machen wollte. Oder... Okay. Ja, komm, ich helfe. Okay, also bei Albrecht dauert es halbschlang. Als dann alle gerüstet sind, ihr macht euch dann Richtung Wald auf. Klee wartet nicht, Klee geht direkt vor. Klee geht direkt vor, alles klar. Die muss ich auch nicht fertig machen. Okay, alles klar. Ich rechne jetzt so ab, Klee. Wir brauchen aber mindestens 10 Minuten, bis... Das ist anscheinend Klee scheißegal. Rüstung anlegen. Ich würde so sagen. Irgendwer Hilfe, Klee wartet nicht. Okay, Klee, du, wer war bei der Dark Vision 120 Fuß, ne? Ja. Und zwar Devil's Eye. Sieg darin wie normal im Licht. 120 Fuß. Und ich kann Korbel nochmal vorschicken, um nochmal ein bisschen weiter zu schauen. Ich sag jetzt einfach mal, du kannst mit. Es scheint immer wieder ein bisschen. Es scheint immer mal wieder Mondlicht durch die Wolken hindurch. Also du kannst ungefähr um die 150 Meter weit sehen. Du! Kannst 150 Meter weit sehen. Der Rest von euch, das machen wir dann später. Also dich dann so ungefähr um die... Naja, 150 ist übrigens voll. Sagen wir 100 Meter kannst du weit sehen. Und du bewegst dich zum Wald hin, zu den Geräuschen. Und du siehst, wie zwei Gestalten immer mal wieder... zwei sehr große Gestalten immer mal wieder in diesen an diesem Waldrand irgendwas oder irgendwem zu bekämpfen scheinen. Du siehst, dass diese zwei Gestalten auch mittlerweile verwundet sind. Sie haben zum Teil auch eine der Gestalten hat Stacheln in den Flügeln stecken. Sieht man da jetzt ein Ding? Sieht man das Bild? Ich sehe den zwei? Ach, verdammt. Warte mal ganz kurz. Komm mal, das sind zwei Köpfe. Ach, verdammt. Ja, das ist das Standardbild für Unknown. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch kein Bild. Okay, dann lade ich euch die Bilder schnell hoch. Moment. Auf Roll 20. Dann könnt ihr den nochmal anschauen. Auf Discord. Ich wollte Discord sagen, aber ich bin blöd. So, bloß auf den richtigen. DND. Einmal den hier. Nett. Und einmal den hier. Sympathisch. Sehr sympathisch. Ach nee, die Mistviecher können ja fliegen. Ach nö, hab ich keinen Bock drauf.
die Gestalten, die gerade bekämpfen, die zwei? Sind sieht das nach Elfen aus? Das sieht mir aus, als ob sie den Wald selbst bekämpfen würden. Gib mir mal einen Intelligenz-Check. Intelligenz ist so gut. Also, ich weiß, na gut. Sollen wir neutral, gut, aber durchschnittlich. Ja, genau, durchschnittlich. Du hast keine Ahnung, wer das ist, was das ist. Lauf. Nee, also du weißt gerade gar nichts. Ja. Was willst du machen, Gil? Das ist gerade eine ausgezeichnete Frage. Das ist sehr schön. Und das Schöne ist... Können wir mit Blick auf die Zeit die Frage nächstes Mal machen, ja. Nächsten Mal verschieben? Es war so der Wink mit dem Zaunfall, hey, während Gil das macht, Kamera schwenkt zu schwarz, to be continued. Aber der Wink mit dem Zaunfall, das war wohl ein bisschen zu wenig. Deswegen, ja. Gut, dann würde ich sagen, was Schönes. Mit diesem schönen Anblick nett. Gehen wir in die, ich wollte sagen, in die Verlängerung. In die Fortsetzung in 2 Wochen. Wann die Folge hochgeladen wird, weiß ich nicht. Also könnt ihr Wochenende wahrscheinlich wieder, aber Wochenende. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Tag und bye bye. Bis dann.